Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Amo, Glückwunsch zu diesem hart erkämpften Auswärtssieg. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, genauso wie du sagst, hart erkämpft. Auch mal so einen dreckigen Sieg einfahren. Natürlich hätten wir lieber das zweite, dritte Tor nachgelegt, dann wäre es am Ende nicht so spannend gewesen. Haben wir leider nicht geschafft, müssen wir uns auch vorwerfen, auch ich. Und wichtig ist dann aber auch zu wissen, dass du hinter dir Leute hast, die dich da in jeden Ball reinwerfen und dass wir dann so ein Spiel auch zu Null spielen. Also müssen wir uns vorwerfen, die Tore, aber trotzdem wichtig, auch mal so einen Sieg einzufahren. Ja, es war ein intensives Spiel. Ich fand, dass wir die ersten 10, 15 Minuten noch nicht so gut reinkommen sind, aber danach wurde es besser. Haben uns dann auch in der ersten Halbzeit belohnt. Ich fand, im Endeffekt war es ein gutes Spiel und wir haben 1-0 gewonnen. Ich glaube, erste Halbzeit ziemlich umkämpft, wie wir es erwartet haben. Dann machen wir es 1-0. In der zweiten Halbzeit müssen wir einfach den Sack viel, viel eher zumachen, konsequenter unsere Chancen ausspielen und nutzen am Ende des Tages. Dann haben wir ein ruhigeres Ende. So haben wir am Ende gezittert. Zwickau mit langen Bällen, dass das immer gefährlich ist, ist auch klar. Am Ende des Tages, andere Mannschaften sind ja auch gestolpert. Deshalb sollten wir mit den 3 Punkten zufrieden sein, in dem Wissen, dass wir auf jeden Fall 1-2 Tore mehr machen müssen. Und das werden wir auch wieder aufarbeiten. Werden wir auch wieder draus lernen, hoffentlich. Aber gerade natürlich glücklich, dass wir die 3 Punkte mitnehmen. Ja, ich glaube, du hast gerade richtig gesagt, es war hart umkämpft, weil Zwickau bis zum Schluss dran geblieben ist. Wir ihnen aber auch die Möglichkeiten dazu gegeben haben. Ich glaube, wie letzte Woche schon, hätten wir aus der Anzahl der Chancen, die wir uns rausgespielt haben, aus den klaren Möglichkeiten, viel mehr Tore schießen müssen. Und so hältst du halt immer wieder einen Gegner noch lange irgendwo am Leben. Das ist nicht disrespektierlich, aber das ist irgendwo, du musst den Sack zumachen. Weil so hast du immer noch mal Angst oder musst zittern. Ja, vielleicht rutscht noch mal einer durch, dann musst du wegverteidigen. Das Gute ist aber, ja, andere Mannschaften haben schon unentschieden oder sogar verloren. Ja, und das ist uns auch bewusst. Wir haben 0 gespielt. Und so gehen wir jetzt die letzten beiden Spiele auch an. Du hast wieder getroffen im zweiten Spiel in Folge. Erklär mal deinen Treffer. Ich glaube, wir erobern hinten den Ball. Dann habe ich ziemlich viel Platz, dribbel lange. Spiele ihn dann auf Chris. Ich weiß gar nicht, er will in die Mitte spielen. Dann wird er abgefälscht. Ich komme von hinten. Weiß nicht, ich habe irgendwie keine Kraft mehr gehabt. Aber das war ein ziemlicher cooler Ball. Torwart lässt ihn prallen und dann muss ich ihn nur noch reinhauen. Ja, schön, wenn es dann natürlich der Siegtreffer ist. Ja, Haupe hat ja immer schon die ganze Saison mit seinem Körper ein bisschen zu tun gehabt, war nie richtig bei 100%, auch lange Leidenszeit hinter sich. Und ich glaube, er ist immer noch nicht bei 100%, aber er hilft uns extrem weiter. Wir wissen, was wir an Haupe haben und schön, dass er so spät nochmal seinen Torriecher zündet, weil es uns natürlich hilft. Ja, ich habe ihn die letzten Wochen immer sehr, sehr geärgert für seine vergebenen Chancen. Ich weiß, dass er sich immer ein bisschen provozieren lässt und wenn er sauer wird, dann hat er noch mal ein paar Prozentpunkte mehr. Wenn ihm das geholfen hat, dann freut es mich. Der hat natürlich Qualität, wenn er jetzt auch in den Strafraum reinkommt, dann wird er zwangsläufig Tore machen. Wobei man sagen muss, dass Haupe heute natürlich mit dem Tor sehr wichtig, aber anderweitig ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns ist. Es gab auch eine Vielzahl an Chancen, um das zweite Tor nachzulegen und die Nerven etwas zu beruhigen. Warum wollte der Ball heute nicht noch mal über die Linie? Das kann ich selber nicht beantworten. Wir haben es versucht. Ich hatte, glaube ich, in der ersten Halbzeit einen, in der zweiten Halbzeit einen. Was am Ende nicht geklappt hat, macht mich ein bisschen traurig, aber im Endeffekt haben wir gewonnen und das freut mich auf jeden Fall. Wie schwer war es dann gegen eine Zwickauer Mannschaft, die zum Ende hin alles nach vorne geworfen hat, dann das über die Zeit zu retten? Ja, ich kenne das, ich stand auch schon mal auf der anderen Seite. Du kriegst dann so die zweite Luft, jeder zweite Ball landet irgendwie bei dir, du haust den Ball rein. Du weißt, dass der Gegner, also in dem Fall wir, dann auch Stress haben. Deswegen Hut ab, wie wir das wegverteidigt haben. Aber das kommt halt nur zustande, weil wir unsere Tore nicht machen. Das müssen wir uns einfach vorwerfen. Aber unterm Strich steht, dass wir 3 Punkte geholt haben, das Spiel gewonnen haben und das ist das Wichtigste. Eigentlich hast du ja heute eine Maske aufgehabt zum Anpfiff, die war dann relativ schnell weg. Was hat es damit auf sich? Ja, es war nach der Kopfballchance, dann hing das ein bisschen schief und dann hast du nicht die Zeit, das zu justieren. Dann hat es ein bisschen gedrückt, das werden wir die Woche nochmal anpassen, weil das ist ja keine Lösung, dass du dann ohne spielst. Aber es ging zum Glück so durch erstmal. Es sind noch 2 Spiele, die ihr euch vor der Brust habt. Wie geht ihr jetzt die nächsten Wochen an? Das, glaube ich, muss jeder selber erstmal wissen, wie er damit umgeht. Ich gehe damit ganz ruhig um. Ich hoffe, jeder geht damit positiv um. Jeder geht damit, als wäre es das letzte Spiel. Es geht um alles und ich hoffe, dass wir das ziehen, die letzten 2 Spiele. Der Sieg heute ist gleichbedeutend mit dem Abstieg des FSV. Du weißt natürlich um diese Fanfreundschaft. Ein Wort vielleicht nochmal auch an die Fans des FSV Zwickau heute. Ja, ist natürlich, glaube ich, ein schwerer Tag für alle, die es mit dem FSV halten. Die Freundschaft zwischen Dynamo und Zwickau ist mir auch bekannt.
Deshalb ja, fühlt man natürlich ein bisschen mit. Auf der anderen Seite, so knallhart wie es klingt, wir haben halt unseren eigenen Job zu erledigen. Und darauf muss man uns auch heute konzentrieren. Ja, einfach, weil es über Jahre hinweg mit dem Etat, den sie hatten, wurde hier sensationelle Arbeit geleistet. Ja, immer wieder in dieser Liga sich zu halten. Und heute müssen wir leider eine Mannschaft aus der Region verabschieden, ja, zu der wir ein sehr gutes Verhältnis haben, eine Fanfreundschaft, die den Gang in die Regionalliga antreten muss. Und das ist eigentlich das Traurige. Traurig, dass es an diesem Spieltag passiert. Aber man hat gemerkt, dass die 90 Minuten keiner Rücksicht auf den Ausgang des Spiels des anderen hatte. Und für uns war der Sieg enorm wichtig, für Zwickau natürlich umso bitterer. Aber wir wünschen dem FSV Zwickau natürlich nur das Beste und dass sie wieder in die Spur kommen. Dankeschön.